jeden Fall nochmal Hitze und Heilungsentwicklung runterschrauben. Auch wenn noch nicht an der Heilung gearbeitet wird, aber je eher wir das machen, desto leichter haben wir es, glaube ich, hinterher. Und ich fürchte, das wird eine sehr, sehr wichtige Bedingung. Kuba bzw. Karibik. Endlich. Ich weiß nicht wie, aber es hat geklappt. Wir sind da. Die afrikanischen Länder, da fehlen. Oh, wo ich sage, ist wieder ein afrikanisches Land infiziert. Das ist gut. Wenn wir die jetzt infiziert haben, dann versuchen wir es mal mit dieser Pilzsporenexplosion. Da hoffe ich, dass man da auf die Inseln auch drauf kommt. Vermutlich, hoffentlich, vielleicht. Und dann müssen wir nur tödlich genug werden. So, fehlt nicht mehr viel. Fehlt wirklich nicht mehr viel. Aber wir brauchen lange, tatsächlich. So, Afrika ist... Oh, schön, da haben wir es schon wieder geschafft. Neuguinea, eine weitere schwierige Insel. Philippinen müsste noch und dann... Madagaskar und Grönland. Grönland habe ich auch, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob jemandem das aufgefallen wäre, dass da ein Schiff hin oder weg gefahren ist. Das habe ich noch nicht gemerkt. Infiziert und Marokko fehlt noch. Marokko ist das letzte afrikanische Land, was noch fehlt. Und dann müssten wir es auch eigentlich haben, ne? Also dann nur noch die Inseln. Drei, die da noch schwierig sind. Da fährt wieder ein Schiff, aber das fährt bestimmt nicht. Na, das fährt nicht nach Grönland. Marokko, wir sind dabei. So, lohnt die Pilzinfektion, Sporen, Krams jetzt schon? Wir können es versuchen. Ein DNA-Punkt. Jawohl, Madagaskar. Sehr cool. Können wir jetzt noch einen machen? Mit einem DNA-Punkt. Okay, fehlte auch noch. Noch ein DNA-Punkt. Und Grönland. Okay, dann ist es gar nicht so schwer. Dann ist das die Lösung, an Grönland zu kommen. Punkt aus. Jetzt haben wir alle infiziert, alle Länder, und müssen nur noch uns ausbreiten. Mal gucken, wie schnell das in Grönland geht, aber das wird schon. So, wie viel gesunde? 74 Millionen. Es sind ja auch gar nicht viele da in Grönland wahrscheinlich. Und... wie? Was? Hat sich die entwickelt zum Töten? Das war eine Aufforderung, oder? Ja. Übelkeitssymptom. Eigentlich möchte ich nicht. Und dadurch, dass das eine Mutation ist, ist es auch egal. Dann kriege ich wenigstens zwei DNA-Punkte. Es fehlen noch 50.000. Was? 50.000 gesunde Menschen nur noch? Okay, Grönland hat tatsächlich nicht viele. Neuguinea ist infiziert. Das ist... Also, oh, die sind wirklich alle schon voll infiziert. Nur noch... Pam! Wow, das war krass. Das war jetzt echt krass. Sorry, aber das hat mich jetzt ein bisschen geflasht. So... beiden Seiten auf die Lungenentzündung zu. Nee, Quatsch. Vollständiges Organversagen, das war's. Lungenödem. Koma. Auf jeden Fall Fieber. Bleiben wir in dem Bereich. So, wir haben aber noch nicht alle irgendwie. Ach, 500. Ja, okay. So. Let's go. Letzte Person auf dem Planeten wurde infiziert. Das ist schön. Wir haben jetzt auch alle... ja. Erster Todesfall in Kolumbien. Jetzt kommen die Nachrichten natürlich en masse. So, wir haben jetzt alle den S-Punkte ausgegeben. China schließt Flughäfen. Ist zu spät, China. Ihr solltet langsam euch mal entscheiden, mehr Tote als durch Pest, ja. Dass ihr langsam heilt. Bekämpfe die Heilung. Ist schon Heilung angefangen? Ja, jetzt wird die Heilung angefangen. Mehr Tote als durch spanische Grippe. Das ist gut. Das ist gut. Angola startet Arbeit an Heilmittel. Jetzt geht's offiziell los. Angola. Mehr Tote als durch Pocken. Wir sind schnell. Wir sind wirklich schnell. DNS-Punkte rasen jetzt rein. Finnland beginnt zu zerfallen. Okay, erstaunlich. Also ich hätte gedacht, wir brauchen
deutlich länger. Dann wie vorhin, wie bei der letzten, beim letzten Szenario, globale Erwärmung, dachte ich, dass das dauert eine Weile, bis wir dann alle getötet haben, dass das noch knapp wird, aber hier scheint es nicht wirklich knapp zu werden. Also hier killen wir die ja gerade wirklich rasant. Ich dachte, wir brauchen mindestens eine halbe Stunde so insgesamt. Ich schaffe nochmal. Einfach die Heilung noch ein bisschen blockieren. Kann ja nicht schaden. Tja, Spanien in Anarchie verfallen. Ich muss mich mal gerade räuspern. Sekunde, einmal melden. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob es besser geworden ist. Schon wieder 40 DNA-Punkte. Wir schuffeln nochmal die DNA durch. Und machen wir da nochmal ein bisschen was. So. Ja, das war jetzt echt zügig. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass wir dann in wenigen Minuten plötzlich alle weg haben. Ist zwar noch nicht ganz so weit, sind noch 300.000, aber meine Güte, das ging flott. Dum, 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 dum. 150 Millionen noch. Sind schon noch ein paar. Aber ich glaube, ein Heilmittel ist schon mehr oder weniger gestoppt, ne? 88, 77, 70, 66, 62, 60, 55, 51. Ja, das geht gerade zügig. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, das wird schwieriger. Aber ich glaube, wenn man sich die richtigen aussucht, durch die Pilzinfektion oder Neuraxwurm, die dürften relativ easy dafür sein, um dieses Szenario zu bestehen. Den kann man sich ja quasi abseits der normalen Verkehrswege, nenne ich es mal, ausbreiten. Alle anderen könnten schwierig sein. Normale Bakterium oder Virus oder sowas, das könnte echt kompliziert sein. Aber sonst ist das halbwegs easy peasy. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass wir hier den letzten Menschen dahin gerafft haben. Dann ist alles gut. Na komm, sterb doch einfach. Champignon hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen sind sich darüber bewusst, dass sie das Ende der Menschheitsgeschichte miterleben. Sehr gut. Tausend noch. Lalala. Aber wir haben lang gebraucht. 3 Jahre. Knapp 3 Jahre. Und die letzten 2300. Null. Sieg. Jawohl. Sehr schön. Muss ich sagen, der Start war vielleicht ungünstig gewählt. Wir sind halt da nur über Landesgrenzen weggekommen. Man ja jetzt auch gleich vielleicht, wenn ich das ein bisschen schneller mache. Ansonsten haben wir echt lange gebraucht. Fast 4 Jahre sogar. Oh ja. Fast 4 Jahre. Aber dafür hat es dann am Ende mit den kritischen Punkten, also den Inseln, echt gut geklappt. Von daher kann ich empfehlen, das Szenario. Aber wenn man mit den richtigen anfängt, ist es auch gar nicht schwer. Und wenn man an der richtigen Position anfängt, ist es gar nicht schwer. Man hätte natürlich dann entsprechend auch in Grönland anfangen können und sich mit den Pilzexplosionen da ausbreiten können. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Szenario. Dann in ein paar Tagen eventuell wahrscheinlich und so weiter. Ciao, ciao.